Ja, hallo und herzlich willkommen mal wieder zur Sendung mit dem Mike. Heute mit der Fortsetzung zu unserer Episode Volvo on Call und deren Funktion. Wir haben letztes Mal über die Möglichkeit des Führens eines Fahrtenbuches in der Volvo on Call App gesprochen und heute demonstriere ich euch mal, wie das im Detail aussieht. Dafür habe ich das schon mal vorbereitet. Ich habe hier meine Volvo on Call App schon mal geöffnet und wir sehen nach dem Öffnen hier die üblichen Anzeigen, was ich euch alles schon mal erklärt habe. Und dann haben wir hier das Fahrtenbuch. Hier tippe ich dann einfach mal drauf und schon kann ich meine sämtlichen aufgelisteten letzten Fahrten sehen. Die sind hier nach Uhrzeiten sortiert und nach Tagen. Ich kann, wichtig für die Dienstwagenfahrer, ich kann auch jeder Fahrt eine Kategorie zuordnen. Da geht es um geschäftlich oder privat. Die einfache Unterscheidung geht relativ simpel. Wir können da nochmal drauf gucken. Wir haben hier an der rechten Seite haben wir so leere Button. Da kann ich drauf drücken, den hier nehme ich mal als Beispiel und dann kann ich hier aussuchen, war das eine Privatfahrt, geschäftlich oder lasse ich es erstmal offen. Ich gehe davon aus, ich war privat unterwegs und schon ist das der blauen Kategorie zugeordnet und das kann hinterher dann alles komplett auseinandersortiert werden für das Finanzamt oder wofür auch immer man das dann braucht. Und dann haben wir auch die Möglichkeit hier noch zu filtern. Hier kann ich dann auch sagen, ich will nur die privaten Fahrten oder die geschäftlichen Fahrten angezeigt bekommen. Oder alternativ, was dann eben auch wichtig ist, ich kann hier, habe ich den Button Mail, ich kann das komplette Fahrtenbuch per Mail verschicken als Excel-Datei. Und dann landet das Ganze bis ins Detail aufgelistet als Excel-Datei bei mir auf dem Rechner. Ich habe das hier schon mal transferiert und hier kann man die Excel-Datei sehen und hier sieht man dann wirklich, hier habe ich die Fahrten nicht zugeordnet in diesem Fall, hier sieht man an welchem Tag, zu welcher Uhrzeit ich von welchem Standort zu welchem Standort gefahren bin. Und kann sehen, wie lange bin ich gefahren, wie viele Kilometer waren das und sogar den exakten Kraftstoffverbrauch für diese Fahrt. Wird alles komplett angezeigt. Also wer Spaß daran hat, sich zu verwalten oder eben das Finanzamt zu füttern mit seinen Daten, weil das muss, aus dienstlichen Gründen, ist mit dieser Volvo on Call App wirklich super bedient. Einziger Hinweis, wer das als Alternative zur 1 oder 0,5% Versteuerung nutzen will, sollte vorher bei seinem Finanzamt fragen, ob das zugelassen ist, weil Finanzbeamte sind wie Schiedsrichter. Der eine sagt Warn-Elva, der andere nicht. Genauso sieht es hier auch aus. Grundsätzlich ist das zulässig fürs Finanzamt, aber hier und da ist es auch mal eine Tatsachenentscheidung. Deswegen bitte fragt vorher euren Steuerberater bzw. euer zuständiges Finanzamt und schon kann man das als Alternative zur 1% Versteuerung nutzen. Der eine oder andere kann bestimmt was durchsparen. Vielleicht. Ihr müsst es selber ausprobieren, könnt das selber entscheiden und mir bleibt nichts weiter, als euch weiter gute Fahrt und viel Spaß damit zu wünschen. Euer Mike.